Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum neuesten Computerclub. Heute Computerclub live. Na, von wo ist da ganz klar, von wo wir senden? Live aus Hannover von der CeBIT. Es ist die 15. CeBIT. Wir waren mit unserer Sendung 15 Mal hier. Und ich glaube, es ist die erste CeBIT, wo die Aussteller- und Besucherzahlen runtergegangen sind. Ja, vielleicht hat der Koloss den Höhepunkt erreicht und es geht vielleicht wieder ein bisschen bergab. Man merkt es hier auch, wenn man abends ins Hotel fährt, dass man gut ins Hotel kommt. Ja. 10 Minuten ist man da, das waren früher manchmal eine Stunde oder zwei Stunden. Ausgebucht ist Hannover auch. Warum ist das so? Warum gibt es nichts Neues mehr? Die Informationen laufen mir anders, die laufen im Vorfeld. Früher gab es Neuigkeiten, da wurde es in irgendeine Ecke gezogen, hinter einem Vorhang, und da wurde etwas Neues gezeigt. All das ist vorher bekannt. Hier kommen dann zurzeit noch irgendwelche Technologieentwicklungen, die noch gar nicht zum Kaufen sind. Aber die Messe als solche hat vielleicht etwas von der ursprünglichen Form verloren, weil wir andere Kommunikationswege haben. Ja, auch dass wir hier so fast 8000 Aussteller einigermaßen gut in den Griff bekommen können, liegt auch daran, dass wir vieles im Vorfeld wissen. Das war früher auch anders gewesen, war immer eine Sperrzeit da gewesen. Jetzt gibt es irgendwelche Produkte, die könnten wir eigentlich in der Sendung vorher schon zeigen. Ja. War früher unmöglich gewesen, weil es gab eine Deadline, die CeBIT, das war's. Ja. So, und du hast hier vorne was aufgebaut. Warum hast du eigentlich Krücken an hier heute? Ist das ein modisches Accessoire? Nein, ich bin auf einem wunderschönen weißen Stand. Das sah aus wie im Himmel. Da hat man in der Mitte, auf der CeBIT, in der Mitte eine Senke gehabt. Und ich bin geradeaus weitergegangen, weil das nicht zu erkennen war. Es war alles weiß. Die Stufen weiß, der Stand weiß, die Tische weiß, die Wände weiß und die Senke weiß. Ja. Und jetzt weißt du es. Und du bist das schwarze Schaf. Genau. Hingefallen und eine Brille. Nimm mal meine Krücken mit. Okay. So, oh Gott. Mach weiter. Ja, wir wollen etwas über Bluetooth erzählen. Bluetooth, das ist ja diese Technologie, die seit vielen Jahren auf der CeBIT immer wieder herbeigeredet wird. Und der Herr Tiedemann von der Firma AVM ist zu mir gekommen. Wir wollen mal zeigen, was ist jetzt wirklich Realität, was gibt es wirklich. Herr Tiedemann, am Anfang erstmal wollen wir mal zeigen, dass der Zuschauer weiß, wie das ist. Das hier ist so ein USB-Stecker und da ist ein kompletter Bluetooth-Sender und Empfänger drin. Ne? Richtig, genau. Sie können hiermit alles das durchführen, was Sie sonst mit ISDN-Karten üblicherweise machen, ins Internet gehen, Faxe versenden, Das ist ja jetzt erstmal nur der Sendeempfänger, der an den Computer kommt. Jetzt noch den Access Point haben, dass wir also zum Beispiel so etwas. Richtig. Der wird dann an das Telefonnetz angeschlossen. Richtig. Und dient aber hier in dieser Ausbaustufe gleichzeitig als Telefonanlage. Ja, Sie können hier nicht nur zwei herkömmliche Telefone anschließen oder Faxgeräte. Über USB können Sie einen PC anschließen. Und das Neue eben, auch drahtlos können Sie PCs mit dem ISDN verbinden. Das heißt also, wenn ich im Garten sitze, sowas kann ich dann, ohne eine lange Schnur hinterher zu schleppen. Aber das können die Rechner noch nicht. Die Akkulaufzeiten sind noch zu kurz. Ja. Aber hier haben wir noch etwas. Die gleiche Technologie wie in dem Gerät darunter ist auch hier drin. Allerdings keine Telefonanlage, sondern das ist ein reiner Access Point, nur für Datenverkehr. Den stecke ich zu Hause an meinen NTPA an. Das ist diese Kiste, die Sie von der Telekom da an die Wand genagelt bekommen oder selbst da hingenagelt haben. Da wird das nur rangehangen, kein Netzteil, gar nichts. Und schon können Sie dann mit diesen Bluetooth-Steckern an Ihren Notebook wirklich Zugang haben. Ja, und das ist wirklich eine Neuigkeit, die wir eben vorher nicht verraten haben. Die ist auf dieser CeBIT wirklich zum allerersten Mal vorgestellt. Und in dieser Dimension, mit dieser Kleinheit, ist das wirklich was Besonderes. Echt klein, ja. Ich habe mal so eins aufgemacht, ist also fast nichts drin. Ja, Sie hängen das einfach ein. Sie brauchen wirklich keinen Steckkontakt, keinen Netzteil, einfach rein. Und das liegt bei 130 Euro etwa. Kann man auch nicht meckern. So, jetzt kann man natürlich mit Bluetooth noch mehr machen. Wir können also einmal über einen solchen Access Point die Rechner gemeinsam anschließen, aber nicht vernetzen. Das ist aber jetzt neu dazugekommen, dass man die über Bluetooth auch vernetzen kann, wo man das Gerät quasi als Hub nimmt. Genau. Also für uns ist es wichtig, ich darf vielleicht vorausschicken, dass Sie diese Produkte, wie bei vielen ISDN-Karten gewohnt, auch durch Software-Updates zu späteren Zeitpunkten zu neuen Leistungsmerkmalen bringen können. ISDN ist so gewachsen bei den Kunden, es sind neue Leistungsmerkmale dazugekommen und genauso ist das hier der Fall. Sie können also diese Produkte auch durch Software-Updates später erweitern, neue Fähigkeiten reinbringen. Und wir zeigen hier auf der CeBIT etwas, was in Kürze kommt. Das ist hier reingebracht. Ja. Auf diesen beiden PCs beispielsweise können Sie Daten. Das ist jetzt ein anderes Thema. Moment, also jetzt müssen wir das für den Zuschauer auseinander sortieren. Gut. Das ist die eine Geschichte mit diesem Hub, mit diesem Vermittler. Wir haben aber auch die Möglichkeit, von einem Bluetooth-Gerät zu dem anderen Direktverbindung aufzunehmen. Jetzt drehe ich das hier mal rum. Und da können wir sehen, hier hinten steckt also so ein kleiner Bluetooth-Stecker drauf. Und was machen diese Teile jetzt? Hier sind zwei Kameras.
Ja. Hier haben wir eine Kamera und die andere ist hier hinter versteckt. Die müssen wir mal vorziehen, ist festgeklebt, haben die Kollegen gut gemacht. So, und diese Bilder, die werden jetzt von dem zu dem und umgekehrt übertragen. Man kann also zwei Videostreams aufbauen, drahtlos. Geht da noch mehr? Es geht viel mehr. Das ist wirklich nur ein Beispiel dafür, dass diese zwei PCs ein kleines Netzwerk miteinander aufgebaut haben. Wie viele können insgesamt? Insgesamt können bis zu 8 Geräte dieser Art in einem Netzwerk stehen. Mit welcher Bandbreite? Und können dann mit bis zu 780 Kbit pro Sekunde in beiden Richtungen in der Summe arbeiten. Mhm. Also in beide Richtungen. Das heißt, ich hätte auch, wenn ich dann den DSL-Anschluss habe und gehe damit an DSL. Auch dafür haben Sie Geräte. Da hätte ich auch die volle DSL-Bandbreite per Bluetooth zur Verfügung. Sie können die DSL-Geschwindigkeit tatsächlich über Bluetooth erreichen. Auch das zeigt AVM auf dem Messestand erstmalig auf dieser CeBIT. Ja. Okay, war ein sehr gutes Schlusswort. Jetzt schauen wir mal, was der Wolfgang Back auf der Messe gefunden hat. Dankeschön. Okay, bitte. Ja, ich habe hier so einiges aufgebaut und da lacht das Herz eines PDA-Benutzers. Smartphones ist ein Thema, überhaupt Handys ist natürlich ein Thema von dieser CeBIT. Und hier habe ich ein Handy, was auch ein PDA ist, ein Personal Digital Adapter, einmal eingebaut. Das gab es ja auf der letzten CeBIT schon. Jetzt kommen sie so langsam auch in den Handel. Und diese sind nicht nur Telefone, Sie sehen das hier an der Antenne, sondern da kann man jede Menge mitmachen. Zum einen kann ich da eine Kamera reinstecken. So, kann Bilder mitmachen, kann diese Bilder natürlich auch versenden. Ich greife auf den Gabentisch. Hier gibt es eine andere Kamera mittlerweile für die PDAs. Auch die kann dort eingesteckt werden und man kann Bilder damit machen. Was habe ich hier? Hier stecke ich nun einen Scanner ein. Also, ich nehme das mal raus. Jetzt kann ich mit diesem Scanner, könnte ich jetzt Dokumente einscannen und kann diese Dokumente, wenn sie einmal in dem PDA drin sind und ich ein Telefon dabei habe, natürlich dann auch als Fax versenden. Da liegt noch mehr herum. Bluetooth ist ja ein großes Thema hier von dieser Messe. Und wenn ich das reindrücke, Sie sehen es hier, Bluetooth, dann habe ich hier einen Bluetooth-Empfänger und kann damit natürlich dann auch Daten austauschen mit einem, Wireless Bluetooth Access Point. So, was haben wir noch da? Da hätte ich hier eine Wireless LAN-Karte. Ich sprach eben davon, von einem normalen Wireless LAN. Sie sehen das hier und reingesteckt. Wäre jetzt empfangsbereit für Daten aus der Luft. Und weiter geht es. Ein GPS-Modul. Dieses eingesteckt hier in den PDA und eine Navigationssoftware hier drauf geladen. Und schon kann ich mich in der Stadt irgendwo bewegen, bekomme den Weg gezeigt. Und was kann man noch einstecken? Das für Leute, die viele Daten in ihrem PDA haben wollen. Eine 1 GB Festplatte. Hinein damit. So, jetzt ist sie verschwunden. Braucht man so ein Stiftchen, um das Ganze wieder rauszuholen. Und dann liegen da vorne natürlich auch Speichermedien. Das geht mittlerweile, wie Sie hier sehen, bis zu 512 Megabyte hoch. Das ist also jede Menge, die man mit diesen PDAs betreiben kann. Ja, und ganz toll ist es natürlich, wer mit dem Stift nicht unbedingt auf dem PDA herumkritzeln möchte, der kann das Ganze in so eine so kleine Tastatur einstecken und kann die dann benutzen, um Texte unterwegs zu schreiben. Wie gesagt, das Telefon ist hier eigentlich, zweitrangig. Der PDA macht so viele Dinge. Ein Telefon hier, was Sie da sehen, dieses ist eine Kamera. Und die Kamera kann man natürlich, wenn man nicht unbedingt fotografieren will, auch abziehen. Ich will es nicht kaputt machen, da ist hier ein Knopf drauf. Na lass uns doch, jetzt geht's auseinander. Das kann man in die Tasche stecken, kann normal mit diesem Telefon telefonieren und die Kamera dann zustecken. Auch das hier, eine Kamera. Sie sehen das hier hinten, das ist die Kamera. Und wenn ich das rumdrehe und das so halte, müssten Sie mich eigentlich sehen können. Das ist ein Trend von dieser CeBIT, dass man Bilder, Videos mit ins Telefon integriert, damit man diese dann seinem Freund oder irgendjemanden irgendwie verschicken kann. Wir wissen, Bluetooth ist ein großes Thema. Das ist ein Ohrhörer, der kommt hier so rein, trägt man dann mit sich herum und unterwegs kann man dann das Telefon in der Tasche behalten. Man hat dieses am Ohr und ist ständig verbunden mit dem Telefon. Ein neuer Trend, der auf der diesjährigen CeBIT zu sehen ist, das sind Handys. Ich habe hier das 50er von Siemens in der Hand.
bisschen dunkel im Display hier. Es ist Java-fähig. Java ist eine Programmiersprache. Das kann man sich aus dem Internet neue Programme herunterladen, kann die in die Handys hineinladen, man kann Spiele herunterladen, man kann online spielen mit diesen Handys. Es werden vollkommen neue Wege gezeigt. So, und das ist hier auch ein Handy-Ei quasi. Und da gibt es auch eine Kamera dran, wie Sie hier sehen. Auch hier kann man Bilder mit übertragen. Und hier ist heute etwas Lustiges eingebaut. Sehen Sie sich mal das Display an. Sie können das wahrscheinlich lesen. Und wenn ich es rumdrehe, na, muss ich mal ein bisschen, das blinkt ein bisschen, jetzt können Sie es wieder lesen. Das heißt also, hier ist ein Bewegungsmelder mit eingebaut. Und dieser Bewegungsmelder führt dazu, dass das Display immer richtig angezeigt wird. Und hier habe ich jetzt ein Smartphone und da ist auch eine Kamera drin. Müsste ich aber mal jemanden bitten, ganz kurz aus Schweden kommt er, mir ganz kurz zu zeigen, wie es dazu kommt, dass man dieses Bild übertragen hat und dann auf dem Drucker ausgedruckt hat. Das bin ich. Können Sie mal kurz zeigen, das in die Kamera hinein? Yes, I have to speak English. Take this telephone. You are unable to write text like this, yeah. And you have writing on the side of the telephone and the whole front of the telephone. Yeah. The whole front of the telephone is enabled for the screen, and it's compatible with the A4 sized paper. And you can write like this, directly on the top of the telephone. Is this, also, wir müssen das vielleicht ein bisschen so halten. Yes, okay, now the camera can see it. Yes. Also es ist hier eine andere, ganz andere Methode als diese Touchscreens, die wir kennen, wo man einfach auf dem Bildschirm herumtut, sondern hier sind es die Finger, die hin und her fahren. Und dann muss ich noch ganz kurz zeigen, müssen wir in einer der nächsten Sendungen einmal länger zeigen, das ist ein ganz tolles Gerät. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es noch eingeschaltet kriege. Hier, ich kriege nämlich schon Zeichen gemacht, ich sollte mich beeilen. Das ist ein neuer PDA von Sharp. Er hat Linux drauf. Einschalten, einschalten, einschalten. Ich kenne die PDAs noch normalerweise sehr, sehr gut. Wo ist der Einschalter? Irgendwo ist er. Naja, gut, okay. Ich sagte es ja in einer der nächsten Sendungen. Ist er dran? Da zeigen wir mal, was ein Linux-PDA kann. Klappe zu, so, und Klappe auf. Wunderbar, mit Tastatur. Es geht weiter mit Gerd Pasch mit den News von dieser CeBIT. Waren an den ersten beiden Tagen der CeBIT die Aussteller noch vielfach unter sich, so füllten sich die 27 Hallen zum Wochenende dann doch rapide und nicht nur mit Fachbesuchern. Stark war der Andrang, insbesondere bei Grafikkartenherstellern, die mit neuen Chips für Desktop und Laptop die Zocker weg von den Konsolen und an die PCs lockten. Welturauffüllung, Führung gab es bei Toshiba und Panasonic. Beide Unternehmen stellten lauffähige Prototypen der blaue Laser-DVD vor. Dank der neu entwickelten Schreib-Lese-Optiken können herkömmliche DVDs 50 und mehr Gigabyte Daten speichern. Die Bundesdruckerei, die normalerweise Pässe, Ausweise, Geld, Führerscheine druckt, stellt in Halle 17 ein Terminal für die automatische Personenkontrolle vor. Eine Sensorkamera scannt in einem definierten Bereich vor der Passkontrolle alle Gesichter im Vorbeigehen. Das Live-Bild der Gesichtskontrolle wird online mit dem eingelesenen Passbild verglichen. Erst nach einem sekundenschnellen Abgleich der biometrischen Daten kommt es dann zur Freigabe. Entwickelt hat das System für die Bundesdruckerei ein kanadisches Unternehmen. Geschwindigkeitsrekorde im Hinterzimmer demonstrierte AMD mit dem neuen Athlon XP 2100 Plus. Intel zeigte der Fachpresse beim Technik Talk in einem Live-Experiment, wie ein Pentium 4 Prozessor schadlos auf über 4 GHz hochgetaktet werden kann. Bislang mussten in solchen Fällen die CPU sehr gut gekühlt werden. Bei Leiterbahnen von 130 Nanometern Dicke der neuesten Pentium Prozessoren geht es auch ohne Kühlung. Bei neuen Geräteklassen, die führte jetzt der asiatische Mainboard-Hersteller Elite Group zur CeBIT ein. Das sogenannte Desk-Note. In einem Notebook-Gehäuse stecken handelsübliche und preiswerte PC-Komponenten. Das Desk-Note verfügt über zahlreiche Schnittstellen wie LAN, FireWire, USB. Prozessoren und Speicher sind aufrüstbar. Dafür fehlt der Akku, den 80% der Laptop-User eh nicht brauchen. Das iBundy-Konzept setzt auf Privatkunden, die sich für ihr gelegentliches Surfen im Haushalt oder Kleinbüro keine klotzigen Computer anschaffen, aber auch nicht auf die PC-üblichen Funktionen verzichten wollen. Zum digitalen Videoschnitt bis hin zur DVD-Produktion bietet die neueste Schnittsoftware dem Videoamateur nahezu Leistung der Profiklasse. Voraussetzungen sind DV-Kameras mit FireWire-Ein- und Ausgang, schnelle Rechner und hohe Kapazitäten. Alle DV-Schnittlösungen sind intuitiv bedienbar. Assistenten helfen dann dem Neuling auch die Produktion für Kinofilme der klassischen Weise. Und da ist auch der Amateur mit Video, Wolfgang Rudolf, schon vorhanden.
naja, Video, ich habe jetzt eine Blackbox im doppelten Sinne in der Hand. Eine Studie, die man noch nicht kaufen kann von IBM. Und es ist alles schwarz. Und wenn ich dann mal versuche, das in die Kamera zu halten, schauen Sie, da ist nichts zu sehen. Ich drücke auf den einzigen Bedienungsknopf, den es gibt. Und es dauert eine gewisse Zeit. Dann baut sich da etwas auf. Und ich erzähle Ihnen schon mal, was da drin ist. Ein 800 MHz Prozessor. Oh, jetzt ist das Bild ziemlich schwierig. So, ja, so kriegen wir es etwa hin. Ja, okay, so kann man was sehen. Jetzt kann ich zwar nichts mehr sehen. Ich drücke noch mal da drauf. So, jetzt müsste er gleich hochkommen. Moment. So, hier ist also alles drin. Festplatte, Touchscreen, ein kompletter Rechner, den ich mitnehmen kann. Ich habe hier die Möglichkeit, das kann ich so von oben jetzt nicht mehr erkennen, eine virtuelle Tastatur aufzurufen, dort etwas einzugeben. Es ist also ein Rechner, man könnte sagen, der Zukunft. Aber was ist denn so ganz Besonderes daran? Dieser Rechner selbst, das ist schon ein komplettes Gerät. Der Rechner sitzt hier hinten. Und den kann ich herausnehmen. Ich habe noch einen solchen hier dabei. So sieht der aus. Der ist schon herausgenommen. Und da ist nun gar nichts mehr dran zu sehen, außer einem Steckkontakt. Das ist der komplette, vollständige Computer. Den kann ich zu Hause in so eine Art Dockingstation hineinstecken, wenn ich es denn könnte. So. Ah ja, immer mit der Werbung nach außen. Und hier hinten, da haben wir jetzt Anschlüsse für Tastatur, Maus, USB, Monitor, auch Digitalmonitor sehe ich schon, PCM-CAE-Slots, Audio, Mikrofon und so weiter und so weiter. Also ein kompletter Rechner, den ich in dieser Größe mitnehmen kann, nicht mehr synchronisieren muss, zu Hause verwenden kann, unterwegs verwenden kann. Und hier haben wir mal so die Platinen, die da drin sind. So sieht es aus, so baut man heute Computer. Ja, noch ist es eine Studie. Wie es mal auf den Markt kommen wird, werden wir sehen. Das wissen wir noch nicht, aber wir haben etwas hier, und zwar dieses Gerät hier. Da hat JVC einen neuen Wurf getan. Sie hatten bisher in dieser Größenordnung einen CE-Rechner. Und jetzt ist ein XP-Rechner draus geworden mit 256 MB Arbeitsspeicher, mit einer Festplatte von 30 GB, mit 750 MHz Taktfrequenz und so weiter. Es dauert einen kleinen Moment, alle Schnittstellen drin, inklusive FireWire, und spezialisiert darauf, Software laufen zu lassen. Jetzt ist er wieder ausgegangen. Eben lief er noch. Naja, Software laufen zu lassen, Verbindung zum Videoschnitt, also zum Beispiel das, was wir hier haben, auch eine neue Kamera. Und die ist dann in der Lage, direkt mit der mitgelieferten Software die Bilder und Daten zu übertragen. Ich kann hier Bildtelefonie machen, Netz geben, ich kann Videos, ich kann direkt streamen ins Internet, alles das, was dazugehört. Wirklich schöne, kleine, neue Neuheiten. Das einzige Problem, was mich stört, es ist alles noch ein bisschen teuer, aber wenn der im Juni auf den Markt kommt, dann schauen wir auf den Preis. So, jetzt schauen wir mal zu Wolfgang Back, der hat auch etwas für die Leute, die nicht so gut sehen können. Zunächst einmal muss ich meine eigene Ehre retten und die Ehre von diesem PDA retten. Da ist ein Knopf drauf, da steht On drauf. Habe ich eben nicht gesehen. Wenn man drauf drückt, läuft er natürlich. Ich zeige ihn mal hier in die Kamera rein. Auch da ist ein Kamera integriert, die man noch drehen kann. So, Sie sehen das. Ich sagte es ja eben, diesen Linux-Rechner werden wir in einer der nächsten Sendungen einmal genauer beschreiben. Herr Matschula, Sie haben etwas gemacht für Blinde, damit die endlich mit der neuen Technik ein bisschen besser kommunizieren können. Das ist richtig. Wir sehen hier drei verschiedene Dinge. Ganz wichtig ist zu sagen, wir haben jetzt einen tastbaren Monitor. Wenn Sie da mal drauf fühlen. Ja. Bisher ist es ja so, dass die Blinden so eine Braillezeile haben, die sie so ertasten. Ja. Das muss man aber sehr gut lernen, glaube ich. Richtig. Ne? Soll ich mal sagen, was das ist jetzt? Ich könnte ja drauf gucken. Lese es ja mal lesen. Vor. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Ist gar nicht so einfach. Also, wir haben einen Tastscreen, der hat 256 Taststifte. Was hat eine normale Braillezeile? Die besteht immer die Braillezeile aus 8 Punkten. Mhm. Die sind im Übrigen qualitativ genauso dargestellt wie hier. Und die Zeile hat so 40 Characters, ist so unterschiedlich lang. Das Besondere hier dran ist, dass wir jetzt wirklich erstmalig ein grafisches Display haben. Das heißt, wir können für einen Blinden wirklich Grafik zugänglich machen. Das ist ein N. Wir haben jetzt verschiedene Dinge, die wir hier uns einfach angucken können. Wir haben hier den PC-Anschluss und das ist eine wunderschöne Demonstration. Ich kann jetzt als Blinder hier ein Videogame spielen. Wie geht das denn? Ach so, hier. Ja, da springt ein Ball und ich habe unten einen Schläger. Jetzt gerade haben wir 11 Punkte gemacht.
Das heißt, die Qualität des Videospiels ist Ihnen sicherlich aus den Anfängen der Videospiele bekannt. Und in der Qualität können wir es heute den Blinden schon darstellen. Ja. Jetzt ist es ja interessant, wenn die Blinden etwas lesen wollen. Sie haben da einen Scanner mitgebracht. Genau. Ist der auch verbunden mit dem Rechner? Dafür brauchen wir keinen Rechner. Dafür haben wir eine Videokamera und eine Elektronik direkt in dem Gerät drin. Das heißt, wir haben eine ganz saubere Darstellungsqualität, wenn wir mit der Kamera... Wir müssen aber das Spiel erstmal abschalten, oder? Das können wir jetzt hier drauf jetzt nicht darstellen, weil wir hier die PC-Verbindung haben. Wir haben eine ganz saubere Bildqualität, also sprich, wie wir es hier jetzt gerade sehen, sehr klar dargestellte Buchstaben. Wie lange braucht ein Blinder, bis er sich an das gewöhnt hat? Wenn er Brailleschrift kann, wahrscheinlich sofort. Hat er eine Chance, wieder was zu lesen, wenn er das nicht gelernt hat? Da hat er eine sehr einfache Chance, weil die Blinden sind ja taktil sehr geübt. Das heißt, ich sag mal, in der Regel braucht man einen Tag ungefähr für einen ganz Ungeübten. Der muss ja eigentlich oftmals, wenn er geburtsblind ist, erstmal die Schwarzschrift lernen. Und ich sage mal, nach dem ersten Übungstag kann er bereits einen Satz von alleine lesen. Jetzt ist es ja so, dass die Technik für Behinderten eigentlich, ich finde ja, man könnte sehr viel mehr machen mit der modernen Technik. Das könnte man sehr viel aufregender gestalten, denn die Computer heutzutage sind ja bedeutend schneller geworden und besser geworden. Ja. Was kostet denn sowas? Das ist ja manchmal sündhaft teuer. Ja, also das liegt aber insgesamt an der speziellen Technologie. Das haben wir bei Braillezeilen genauso. Die Geräte entstehen ja in ganz kleinen Stückzahlen und das ist so wie bei jeder Sonderanfertigung, die ist in der Regel ein bisschen kostspieliger. Jetzt nach vorne geschaut, könnte man sich auch vorstellen, einfache Grafiken auszudenken, die man da ertasten kann? Bilder? Ja, das können wir schon alles darstellen. Wir arbeiten daran, also wir heißt, ich als freiberuflicher Wissenschaftler kooperiere mit der Uni Wuppertal. Mhm. Die Uni Wuppertal beschäftigt sich damit, Grafiken herauszufinden, mit denen Blinde. Das ist sicherlich irgendwann mal ein Thema. Wir kommen mal zu Ihnen, um das einmal zu zeigen, wie das mit den Grafiken geht. Ja. Es geht weiter mit Wolfgang Rudolph. Ja, und wir haben hier etwas Neues gefunden, ein wirkliches, richtiges Multimedia-Gerät. Das ist ein Gerät, das ist nicht nur Radio- und CD-Player und Video-CD-Player und DVD-Player, wie Sie hier sehen können, sondern der ist auch noch in der Lage, verschiedene andere Funktionen auszuführen. Schauen Sie, sehr klein, sehr kompakt, zwei Boxen dabei. Und wenn ich es jetzt mal starte, wir haben dann hinter mir an einem Display etwas angeschlossen. Also Sie hören hier den Ton. Und an dem Display können wir dann gleichzeitig auch den Videofilm sehen. So, also jetzt im Moment sehe ich da nur unser Logo Computer Club drauf. Vorhin hatten wir noch das richtige Bild drauf. Vielleicht schaffen wir das ja noch. Okay, ich wollte Ihnen einfach mal zeigen, dass es wirklich Multimedia-Geräte gibt, die gar nicht sehr teuer sein müssen. 169 Euro habe ich mir gedacht, bei Pearl am Stand vorbeigelaufen und gedacht, guck mal, es geht also auch preiswerter. Das ist eigentlich das Gerät, was unser früheres Radio und unseren früheren Plattenspieler wirklich ablösen kann. Schade, dass wir das Bild nicht sehen können, einige andere Sachen. Aber wie gesagt, DVD und auch Video-CD ist damit möglich. So, jetzt... haben wir das Bild immer noch nicht drauf. Das heißt, ich gebe erstmal weiter zu Wolfgang Back. So, ich habe hier etwas, na, etwas ganz, ganz Kleines. Hier, das, schauen Sie da mal rein. Das Ganze kann ich auch drehen. So, und dann drehe ich natürlich das hier auch noch mit. So, das ist eine Videokamera im Kleinstformat. Wenn es zusammengeklappt, sieht das Ganze dann so aus. Sie sehen das hier. Also fast nichts mehr. Und das kann man sicherlich immer und überall mitnehmen. So, und was macht man damit? Da ist jetzt kein Band mehr drin in dieser kleinen Kamera, sondern da ist ein Speicher drin. Und wenn ich hier mal drauf drücke, den Speicher kann man hier in den Computer einstecken, nach die Maus, wo ist sie? Ach, wackelt dieser Computer. Na. Da und... Da läuft jetzt ein Video, was wir hier bei uns im Studio aufgenommen haben. Sie sehen hier die Qualität. Und wenn Sie einen 8-Megabyte-Chip, der dabei ist, nehmen, dann können Sie 2 Minuten Video aufzeichnen. 512 Megabyte kommen jetzt im Juni. Und die geben Ihnen die Möglichkeit, dass Sie 2 Stunden aufzeichnen können. Es ist schon wahnsinnig, wie diese Speichertechnologie, wie die vorangegangen ist. So, ich gebe ab an Wolfgang Rudolph.
Ja, Speichertechnologie muss man auch hier sagen. Ich habe hier ein kleines Multimedia-Gerät gefunden, einen Multimedia-Player. Der ist also einmal ein Speicher, den ich mitnehmen kann. Das ist zum anderen einfach ein Gerät, da kann ich Audios, da kann ich Videos unterwegs sehen. Ich kann darauf bis zu 3000 Bilder wiedergeben. Ich bin durchaus auch in der Lage, Moment, ich glaube, es spiegelt ein bisschen. Man sieht das Display hier, ja, ist er wieder ausgegangen, im Studio sehr schlecht. Ich gehe mal da etwas hoch, wieder zurück, Playmode, so und auf Fotos. So, dauert vielleicht einen Moment. Also ein wirkliches Gerät, mit dem kann ich natürlich auch normale Sachen speichern, meine ganz normalen Daten kann ich da portabel machen. So, jetzt wäre das eigentlich noch gar nicht so der Renner mit seinen ganzen Schnittstellen, die er hat, wenn nicht noch Zusatzmodule dabei wären. Ich habe die alle hier versteckt, schauen wir mal hier drauf. Das hier ist zum Beispiel eine kleine Kamera, so sieht die aus, und die wird einfach hier drauf gesteckt, hier unten, so, und jetzt habe ich hier einen Fotoapparat, damit kann ich jetzt Aufnahmen machen, Videos machen, kann mir die ansehen, habe einen Videoanschluss da dran und kann das auch zu Hause an meinem Fernsehgerät ansehen. Ich habe auch die Möglichkeit, ein anderes Modul da drauf zu setzen, eine Speichererweiterung oder eine Karte aus meinem Fotoapparat, den ich vielleicht extern habe, um Bilder einzulesen, Daten einzulesen, Updates zu machen. Hier ist dann die, habe ich es wieder rausgezogen, die Speicherkarte drin. Da muss man eigentlich drei Hände dafür haben. So, hier kommt die hinein. Und ich habe auch Schnittstellen wie FireWire und ähnliche Sachen. Sicherlich eins dieser Multimedia-Geräte, die wir immer erwartet haben, die jetzt so langsam in den Markt kommen, die vielleicht irgendwann unentbehrlich werden. Wenn hier nämlich noch ein größeres Display wäre, könnte es sogar den PDA ersetzen. Im Hintergrund hatte ich eben mal kurz gesehen, hatten wir jetzt von dem eben angesprochenen Player das drauf. Die Kollegen haben mir übrigens gesagt, das sei mein Fehler gewesen. Jetzt im Moment ist gerade wieder aus. Ja, haben wir etwas dunkle Szene erwischt. So, lassen wir mal etwas vorlaufen. Mal sehen, da ist irgendetwas drauf. Ich gehe mal auf Wiedergabe. Ach, der macht da eine Werbeeinblendung, während wir das machen. Dann haben wir wieder eine dunkle Szene erwischt. Also, wir haben etwas Pech mit diesem Teil. Und jetzt kommt die Bedienungsanleitung erstmal in Japanisch. Okay. In einer Live-Sendung klappt eben manchmal nicht alles. Ich hoffe aber, dass es jetzt bei dem Kollegen Back klappt, wenn er weitermacht. Ja, auch das hat man mir gesagt. Das Video ging jetzt wieder. Ja. Und dann haben wir hier einen Vogel aus der Abteilung. Du hast einen Vogel? Was man nicht hat, was man nicht haben muss. Nicht unbedingt. Dieser Vogel, das ist eigentlich der Nachfolger von Finfin. Wenn ich da drauf drücke, soll er sprechen? Ja, Finfin war auch... Ah. Und zwar liest er die E-Mails vor, wann er dazu kommt. Hello. 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 How are you? How is Sabbath? I hope everything is going well. Best regards from your Mitsumi team. Okay, das soll eine E-Mail sein. Lassen wir ihn einfach weiterreden. Du hast noch was Schönes da in der Hand. Ja, du bist die letzte Zeit bist du immer mit sowas hier rumgelaufen. Ja. Ja? Und jetzt habe ich mir auch sowas geholt. Und ich will mal sehen, dass wir das in der Kamera auch sehen können. Da steht was drauf mit USB. So, und wenn ich das jetzt mal umdrehe... So, und ziehe das auseinander, da sehen wir, da ist der USB-Stecker und hier an der Seite steht 1 Gigabyte. Ah, ich habe nur 64 Megabyte. Und jetzt warten wir auf den Clou überhaupt von dieser Sendung. Das ist Gerd hier, ein Handy. Und, so, und wir warten darauf, dass es klingelt. Ja, es klingelt. So, und dann sag mal was, Gerd. Hallo? Jetzt habe ich die Verbindung, und ich freue mich ganz besonders, dass ich auf dem Schoß von Wolfgang Rudolf sitze und ich wünsche ihm auch eine gute Besserung. Ja, Freisprecheinrichtung für Handys, am besten für Kinder oder so, ganz, ganz lustig. Ist das auch aus der Abteilung, was man nicht hat, was man nicht haben muss? Ja, ist aus der Abteilung, ist lustig. Sprich doch weiter einfach, es kommt gleich wahrscheinlich die Musik, die Sendung ist zu Ende. Diese, ich freue mich ganz gewaltig. Ja. Diese CeBIT... Und streichelt mich noch ein bisschen, so kann ich dann auch... Ja, du hast gesagt, dass wir weitersprechen. Ja, gut. So, das war's für heute. Ich hoffe, die Sendung hat ein wenig gefallen. Wir sagen Tschüss, dann bis zur nächsten CeBIT vielleicht. Nächstes oder? Jahr im Frühjahr. Wird die wieder stattfinden? Ja, stattfinden wird sie auf jeden Fall. Der Bär kann auch noch Tschüss sagen. Was behalten wir über? Ja. Ein Bit mal wie tschüss, am Anfang. Sag mal Tschüss. Tschüss. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.